Sehr gut, Markus. Könnt ihr einmal bitte hier zu mir schauen? Einmal zu mir? Aus. Lena, gehst du ein bisschen rüber? Danke. Okay. Sehr gut. Gehen wir der nächsten, gehen wir zur Hütte. Das Bild, das die Menschen von der Landwirtschaft haben, hat sich in den vergangenen Jahren entschieden gewandelt, ist viel stärker in Richtung Realität mehr oder weniger gegangen. Wir bedienen sehr gern Klischees, treten dann auch in Kommunikation mit den Konsumenten und das ist eigentlich ein sehr guter Weg für uns. Ja. Super, danke schön. Du hast deinen Ausweis. Ja. Wir können bitte schon geschaut werden. Danke sehr. Das bedeutet sehr viel für mich, weil einfach die Landwirtschaft sehr viel für mich bedeutet und das sehr wichtig ist, dass wir den Kalender haben. Es verbindet sie die Landwirtschaft damit und es verbindet sie eine große Packung Sexappeal, gell? Und ich finde es einfach total schön, wenn die zwei aufeinandertreffen, gell? Und dafür ist der Kalender für mich so interessant auch. Ja, der Kalender, und auf das sind wir wirklich sehr stolz, ist, glaube ich, schon mittlerweile in allen Erdteilen dieser Welt auch vertrieben worden. Wir haben Bestellungen aus Mexiko gehabt, aus Finnland. Sehr viele verschenken den Jungbauernkalender auch sehr gern, weil er halt einfach ein Stück Österreich repräsentiert. Und das macht uns natürlich sehr stolz, dass wir die Wohnzimmer auf allen Erdteilen dieser Welt auch schmücken dürfen. So, jetzt da her, alle da her. Jetzt einmal da her. Sie fixen aber.